Hallöchen Leute, ich bin Pierre-Marc und herzlich willkommen zurück zu Layers of Fears, im dritten Kapitel, dritten Abschnitt. Und haben hier so einen Skorpion gemalt, was ganz toll ist. So, die nächste Kapitel lässt Form tritt heraus und ich bin sehr gespannt. Beruhigende Musik ist schon mal gut. Damit kann ich leben. Ich gehe jetzt erstmal hier hin, wo es offensichtlich nicht weitergeht. So, ich hoffe, die Musik sagt mir auch irgendwie so, dass hier nichts passiert erstmal. Das war supi. So, okay. Oh, ups, falsch geschaut. Wollte erstmal hier reinschauen, okay. Schade, da gab es einen Luftzug, aber kein Problem. Musik hat mich beschützt. Hallo? Zorro? Wie geht's dir? Ich fragen darf. Okay, gut. Die Musik hört noch nicht ganz auf. Freut mich. Okay, das hört überhaupt nicht auf. Entschuldige, darf ich da kurz reinschauen? Puh. Über einen Jungen, der in einer Höhle aufwacht. Er findet eine mysteriöse Nachricht und eine Pistole. Dann reist er durch verschiedene Umgebungen, Wald, Felder, Fluss. Schließlich gelangt er zu einer kleinen Hütte im Wald, wo sich herausstellt, dass dies alles nur ein Produkt seines Unterbewusstseins gewesen ist. Hervorgerungen von einer traumatischen Kindheitserinnerung. Er tötete den Mann, der seinen Vater ermordet hat. In der Realität zaubert er ein Irrenhaus vor sich hin, wo er die ganze Zeit gewesen ist. Verstehst du? Der Angelpunkt ist eine Spielerei, aber ich glaube, es funktioniert. Könntest du ein Storyboard für mich machen? Wenn du interessiert bist, werde ich dir die Details sofort rüberschicken. Ganz ehrlich gesagt, ich denke, dass du diesen Job annehmen solltest. Er wird gut bezahlt und würde deine Gedanken ablenken von, nun du weißt schon, von allem anderen. Bitte gib mir so schnell wie möglich Bescheid. Thomas Caldwell. Hallo. Ist Absicht, dass ich da nicht rein kann? Okay. Naja, solange da nichts ist. Das schätzt mich gar nicht. So, ist da noch irgendwas? Hier ist es sehr dunkel. Kann das mal hell werden? Ja, ein bisschen zumindest. Okay, sollte ich eigentlich gar nicht. Mal schauen, ob da irgendwo ein Lichtschalter ist. Ja, okay. Die dunklen Stellen schaue ich mal irgendwie nie an. Ich glaube, es sollte etwas sehen. Oh nein. Passiert da irgendwas? Weil das so Lichter sind und so. Da ist doch jemand, oder? Schaut das nur so aus. Ja, da ist jemand. Direkt hinter mir. Ja, genau. Das habe ich gemeint. So. What's in here? I may ask. Nichts. Besteck, Geschirr meine ich. So. Cooler Raum. Der gefällt mir schon mal richtig. Gut. So. Creators Block, kreative Blockade. Geil. Und was passiert jetzt? Ja, die ist aber mal weg. Okay, puh. Einfach nichts. Ganz einfach nichts passiert hier. Das ist super. Davon träume ich immer wieder, dass nichts passiert. Okay. Geil. What? Okay, egal. Ich drehe mich einfach um und bin dann in einem Raum, in dem ich nicht da reinkomme, weil ein Gitter davor ist. Das ist praktisch. Das will ich in echt auch können. Darf ich gehen? Fick dich. Ich wollte doch nur fragen, ob ich gehen darf. Ich wollte eigentlich noch gar nicht gehen. Oh. Shit. War wieder ein Schlüssel von irgendwo. Oh Mann. Aber von wo? Oh, ist die Frage. Jo. Okay. Das macht nichts. So, 9. Juni. Don't forget. Juni, vergiss nicht.
Okay, die anderen können wir nicht öffnen. Hier können wir auch noch eine öffnen. Bringt aber nichts. Okay, also ich gehe dann jetzt auch wirklich. Und die Tür kommt mir entgegengeflogen. Ganz einfach. Ah, die geht ganz normal auf. Krass. Und bringt mich in diesen Raum, in dem ich direkt das Licht einschalten werde. Weil, wieso nicht, ne? Also. Okay. Ich bin wieder in dem Raum, glaube ich. Also ich habe 50 von diesen Räumen. Das ist ein cooles Bild, das kann ich aber leider nicht anschauen, noch sonst irgendwas damit machen. Ja, hier komme ich sicher nicht hin, also gehe ich erstmal hier hin. Ja, Bücher, geil, okay. Wo komme ich noch nicht weiter, glaubt ihr? Hier, okay, passt, dann gehe ich einmal hier nachschauen, weil das Licht ist hier und kann nicht angeschaltet werden, geil. Nein, dann gehe ich noch nicht mal hin. Ah, hier ist noch ein Kasten übrigens. Schlüssel habe ich jetzt nicht gefunden für die Kiste, nein. Ein Dokument darin, das ich leider nicht lesen kann. Kann nicht so interessant sein. Und hallo, was gibt es hier zu sehen? Okay, ich glaube, hier geht es nicht weiter, weil hier ist Flüstern und so. So, was steht hier eigentlich? Blinde Narren natürlich, Ignoranten. Simple, Blind Fools, Simple. Kretas, okay. Das verstehe ich natürlich. Erritzitel oder so. Geiles Bild. Das freut mich. Ugly. You ordered a true portrait. So that's where I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense in your stupid face. Nein. Okay. Joa. Da war jemand, glaube ich, nicht zufrieden mit seinem Portrait. Kann ich verstehen. Ah, jetzt kann ich es auch machen. Nice. Okay, was also haben wir hier unten? Eigentlich nichts Gruseliges. Aber der Weg wahrscheinlich ist mit Fallen geschmückt, wenn man das mal so sagen kann. Aber ich glaube nicht. Huh, okay, ich hab's hier runter geschafft. Geil. Das ist erstmal schon gut. Nein, doch nicht. Nichts zum Anschauen, das schaut alles so interessant aus, aber ich will nichts anschauen. Puh, na gut, kann ich darauf? Wahrscheinlich. Doch, okay. Bringt mir aber höchstwahrscheinlich nichts. Okay, dann andere Bücher. Okay, wann passiert denn wieder was? Das war jetzt sehr ruhig für einen Raum in Layer 4. Das klingt wie ein Telefon, nur rückwärts. Das habe ich mir schon befürchtet, dass es kommt. So, sehr geehrter Herr, wenn ich ehrlich sein soll, kann ich nicht gerade behaupten, dass mich Ihr Schreiben überrascht hat. Mehrere Kollegen hatten mich bereits darüber informiert, dass sie zuvor deren Meinung in dieser Angelegenheit hören wollten. Und während es vollkommen nachvollziehbar ist, dass Patienten eine zweite Meinung einholen, möchte ich doch meinen, dass 16 übereinkommende Meinungen ausreichend wären. Dennoch bin ich aus Respekt Ihrer Frau und Ihnen gegenüber den Fall noch einmal sorgsam durchgegangen und leider stimme ich mit meinen Kollegen überein. Unwillkürliche Muskelspasmen sind bei Patienten, die so starke Verbrennungen erlitten haben, wie Ihre Frau nicht unüblich. Was Sie als abartiges Grinsen oder nervierendes Kläffen beschrieben haben, wobei viele diese Ausdrücke verletzend fänden, könnte in der Tat eine Manifestation eines Nervenschadens darstellen. Die anderen Symptome, die Sie erwähnten, scheinen keinen psychologischen Ursprung zu haben, sondern erscheinen eher psychologischer Natur, physiologischen, meine ich. Kein physiologischer Ursprung, sondern psychologischer Natur. Traumatische Ereignisse können zu schweren Stresssymptomen führen, was nichts ist, wofür man sich schämen sollte. Bezüglich Ihrer Aufforderung von uns, Ihrer Frau wieder hinzukriegen, müssen Sie begreifen, dass die Dinge, die Sie durchgemacht hat, nicht einfach durch einen simplen Medizin
medizinischen Eingriff rückgängig gemacht werden können. Es ist ein langer, beschwerlicher Prozess, der all ihre Stärke und Unterstützung... Warum steht das so komisch da? Das geht gleich nicht so. Okay, und Unterstützung, blablabla. Support, willst du viele Kontakte? Ja, aber nichts. Genau, falls man noch irgendwas machen will und ein Rehabilitationsprogramm machen will, soll man den anrufen, den Robert Richards. Another fucking... Was? Noch so ein verdammter Quacksalber, weil er ihnen nicht helfen will oder kann, halt wohl eher, aber... Ja? Okay. Da war irgendwas rückwärts gesprochen, genauso wie das Telefon, das rückwärts klingelt. So. Jetzt bin ich hier oben. Irgendwas machen kann ich damit nicht, oder? Nein. Wenn die Bilder dahin gingen. Naja. So und so sage ich was. Wiederholt sich das ab jetzt? Genau. Und weil alles rückwärts geht, ist es nach Rätselslösung natürlich rückwärts zu gehen. Jo. Hallo, ja, wie ist da oder so irgendwie? Ist nichts anderes drin. Hallo, du bist kaputt. Also. Hallo? Yes, speak. What? What fire? Oh God. Is she? Which hospital? I'm on my way. Okay, es ist finster, also ich im Wunsch. Okay. Ja. Mach dich mal auf den Weg. Puh, okay, ich glaube, es sind woanders. Das kommt mir nicht bekannt vor. Das sind Geräusche. Ja. Nicht immer schon mal gut. Sollen wir sie jetzt auch in die andere Richtung gehen? Nein, hier geht's weiter. Okay. Puh, na gut. So. Probelos andenken. Genau. Ja, was für welche? Ein Stuhl? Ja. Okay, nein, das, damit habe ich nicht gerechnet. Steht da überhaupt noch was? Dann gehe ich zurück, okay? Nein, kann ich nicht. Okay. Dann komme ich jetzt ran, ja? Oh, hi. Was? Kranke Erinnerungen. Gibt es irgendwo Licht? Licht, Licht, Licht. Ah, okay. Puh. Ich dachte schon. Okay, stand da noch irgendwas? Ich hoffe nicht. So, das Ding liegt jetzt hier. Perfekt. Puh. Krass, krass, krass. Achso, also in einer Schublade. Ich denke, wir müssen zwei. Zwei einzelne. So. Nichts drin, was wir anschauen können. Nö. Schade. Da ist ein Fenster, wo es regnet, aber das ist eigentlich noch drinnen. Puh, ziemlich krass. So, okay. Oh Mann. Flatternde Schrecken. Seid still, konstantes Flattern. Verresten andere Ratten. Ja, anscheinend. Du das sagst. Okay, nur ein paar Gardinen am Flattern, gar kein Problem. Oh. Oh, aha. Ja. Was ist das?
Puh, was ist das? Warum holt er die ganze Flasche lang? Hä? Hat das geholfen? Ah, da kommt sicher noch was. Da kommt sicher noch was. Wann aber? Das ist die Frage, wenn es so ein langer Gang ist. Das ist ein bisschen schwer abzusehen. Ein einzelner Stuhl hierin. Ah, hier ist die Flasche jetzt. Ich bin auch hier. Aber die Flasche auch. Also, zwei Flaschen. Okay, egal. Aufzugfahrten sind wenigstens lustig. Da passiert nicht so viel. Also, das einmal irgendwas da draußen steht, vielleicht, aber sonst. Okay, runter jetzt. Dann bleibe ich lieber ein bisschen weiter hinten stehen. Dann ist nicht so in your face. Kann ich das schon lesen? So. Verliere die Hoffnung, solange du noch kannst, anscheinend. Die Hoffnung auf, solange du kannst. Genau. Okay. So, jedenfalls rate ich dir als dein Anwalt dazu, von jeglichen unüberlegten Handlungen abzusehen. In anderen Worten, mach nichts Dummes. Wir haben immer noch eine Chance zu gewinnen. Glaub es mir oder nicht, ich habe schon Klienten aus tieferer Scheiße gezogen als diese hier. Mach es nur bloß nicht noch schlimmer. Tauch eine Weile unter und lass mich gegen den Gerichtsbeschluss vorgehen. Dieser Sozialarbeiter hat es definitiv auf dich abgesehen. Wir können das zu unserem Vorteil nutzen, doch als Opfer um dich als Opfer des Systems darzustellen. Ein trauernder Ehemann, ein kurzzeitiger Verlust der Zurechnungsfähigkeit, ein übereifriger Bürokrat. Entschuldigung. Vertraut mir, das ist unsere beste Option. Wenn man bedenkt, dass du alles in der letzten Zeit durchgemacht hast, würde ich meinen, wir haben eine gute 50-50 Chance auf einen guten Ausgang. Aber nicht, wenn du weiterhin versuchst, alle davon zu überzeugen, dass du total übergeschnappt bist. Keine weiteren Wutausbrüche, kein weiteres Herumziehen oder noch besser, überhaupt keine weiteren öffentlichen Auftritte mehr. Du kannst deiner Tochter immer noch... Okay, er will seine Tochter haben. Das kann ich natürlich, ja... Natürlich verständlich, würde ich mal sagen, behaupten und so. Ah, wieder so im Rahmen. Geil. Warum? Okay, ja, halt. Das ist nicht immer wieder, wenn der Raum kommt, dass da irgendwas passiert. Okay. Ja, okay. Warum gibt es diese komischen Sackgassen? Ah, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hi, Ratti. Wie läuft's? Wo willst du hin? Hm? Wo glaubst du hinzukommen, wenn du diesen Weg hier gehst? Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, das ist Farbe und kein Wasser. Ich soll mir mal nicht trinken. Hier passiert doch klar was. Okay, nein, ich wollte zumachen eigentlich noch. Los, los, los. Ich will hier unbedingt hin anschauen. Willst du mich verarschen? Wo geht's weiter? Hier oder da? Okay, ja, da geht's nicht weiter. Entschuldigung, was? Oh, verdammt. Normal ist immer Spiegel irgendwas. Also ab und zu. Stille Schwimmer, sie verstopfen den Abfluss. Fell im Wasser, keine Bäder für mich. Okay, tschüss. Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Okay, im Spiegel war nichts. Ich dachte, war die Tür irgendwie sowas. Okay, gut, das war optional. Gut zu wissen. Hä? Oh. Hat sich irgendwie ein Türschloss angehört? Ist das irgendeine bestimmte Melodie oder macht das einfach nur... Ratte? Irgendwo vielleicht wieder? Das ist der gleiche Raum. Das ist dasselbe, meine ich, oder? Nicht? Wohl nicht, okay.
Okay. Das ist wieder so ein Rahmen. Ja. Was mache ich hier? Hä? Okay, ja, ein Tisch. Komme ich nicht zu, nicht, was? Nicht näher. Hä? Ach, hier drin, okay. So, Körperleier haben sich an mir treiben, laben sich an mir, treiben mich zum Wahn, zu schnell zum Rausschneiden. Ja. Okay, noch ein Secret gefunden. Aber jetzt wieder so ein Raum. Geil. Eine Alpha-Wand. Lol, so. Nein, eine normale Wand. Ja, noch eine Wand. Okay, von da komme ich aber gerade her, oder? Also jetzt nicht von hier, also von dem Raum, von dem da, sondern von der Tür. Aber der Raum ist anders. Okay. Okay, solange es das ist, solange es das gewesen ist, solange da nicht noch mehr passiert, klar, bin ich voll dabei. Ah. Okay, cool. Ist da noch irgendwas? Ja, ich hoffe nicht. Ich muss unbedingt zu allen, überall nochmal zurückgehen. Ach, hier ist der Lichtschalter. Cool. Jetzt kommen wir in den Keller, wo nichts passiert. Wahrscheinlich gar nichts. Absolut nada. Absolut nada ist hier im Happenen. Okay. Die Möbel werden abgedeckt, also unabgedeckt. Ist das Baum in dem Spiel? Ich dachte mir, vielleicht ist da. Hä? Was ist das für ein Baum in der ganzen Zeit? Okay. Cool, Sachen schweben herum. Was? Jump, haben das bekommen? Den ganzen Tisch da, ja sicher, weiter. Wahnsinn, okay. Hat sich wohl verspielt, haha. Passiert mir nie. Egal, was ist das? Kann ich das nehmen? Kann ich sogar? Meine Güte. Baumelnder Abscheu, geduldig, durstig, pelzige Blutegel, ängstlich hochzuschauen. Hoch? Okay. Hat das jetzt was gebracht, dass ich hochgeschaut habe? Ich glaube schon. Oh, der Raum ist leer. Geil, dann ist hier nichts. Sehr wenig, zum Glück sehe ich noch über. So, okay. Nur wo soll ich jetzt hin? Zurück, rauf oder nochmal da ran? Ah, das Klavier ist. Ah, okay, noch doch nicht. I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how. But then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Natürlich. Okay, die Möbel sind wieder da. Das ist schon mal gut, I guess. Okay, das war's aber noch nicht, oder? Oder ist das erste Mal, dass ich irgendwas gefunden habe? Das wäre natürlich nice, aber das wäre auch ein bisschen so obvious und so. Also,
Passt. Okay, hier ist jetzt ein bisschen aufgeräumt aus. So. Haben wir jetzt am Anfang? Nein, die bekommen wir wirklich nicht mehr. Okay. My love, das ist der einzige. Nein, doch nicht. Da ist der nächste. Puh. Haben wir schon wieder welche übersehen, werden sie aus. Wenn das wirklich alle Platten sind, die wir eigentlich schon finden hätten sollen, dann haben wir tatsächlich sehr viel übersehen. Aber gut, ich würde sie eh gerne dann irgendwann nochmal spielen und so. Und alles finden und so. Jetzt erstmal nur so zum Durchspielen, da muss ich natürlich nicht ewig suchen. Was ist, wenn du versagst? Ich weiß nicht, aber haben wir hier schon einen Zettel gefunden? Das ist doch normal immer einer, oder? Also abgesehen von dem. Aber ich sehe gerade nichts. Okay. Na gut, dann würde ich sagen. Ich hasse selbst jetzt verloren, alleine, hoffnungslos. Du wirst immer ein groteskes Missverständnis beendet. So. Das ist natürlich ganz obvious. Ja, das hier. So. Wieder ein weiteres Türchen geöffnet, muss man so sagen kann, darf. Jo, das war das, das war das. Okay, das ist sonst nichts. Nö, dann habe ich wirklich nichts übersehen. Freut mich. Gut, dann würde ich sagen, beende ich den Part hier. So, genau. Vielen Dank, dass ihr wieder mal dabei wart. Ich muss aber jetzt aber leider weg, haben wir was drin, das soll ich den ganzen Tschüssi!